Ja, manchmal kommen die Morcheln auch etwas abseits vom Wald, direkt in der Wiese, natürlich hier in einer Auenlandschaft, direkt neben dem Bach. Und schaut mal, was wir hier alles haben. Hier eine schöne Speisemorchel oder auch Rundmorchel, tolles Exemplar. Aber es ist nicht die einzige, wenn man hier vorsichtig herumschaut, sind die ja gern gesellig wachsend. Hier ist dann auch schon das nächste Exemplar, wunderschön. Und ja, schau mal hier, gut versteckt, das nächste Exemplar. Und dann hat es, ja, wenn man hier gut schaut, hier drüben die nächsten Fischchen zwischen dem Gras versteckt. Wunderschön, ganz toll. Und auch hier muss man gut aufpassen, dass man nicht noch auf Morcheln raufsteht. Hier die nächsten Exemplare. Ja, manchmal läuft man an sowas einfach direkt vorbei, weil man denkt, ja, in der Wiese hier stehen die Chancen eh schlecht, aber wirklich direkt im Auengebiet an den Gewässern entlang kann sich hier eben wirklich lohnen, sich langsam zu bewegen und gut zu schauen. Hier ein bisschen Trockenschaden. Dieses Exemplar auch richtig groß hier, schon eine ordentliche Größe. Und ja, seht ihr die nächste? Hier direkt das nächste Exemplar. Muss man sich hier wirklich Stück für Stück vortasten. Also es ist nun auch so weit, dass die Rundmorcheln definitiv auch hier bei uns in der Schweiz am Wachsen sind. Zwischen Bach und Matte. Ganz toll, ganz toll. Schaut mal hier hinter der großen, die ich schon gezeigt habe. Gleich eine, die ich gerade eben auch nicht entdeckt habe. Es lohnt sich hier wirklich gut zu schauen. Hier hat ein Insekt schon ein bisschen oder eine Schnecke ein Loch gefressen. Man sollte die Morcheln immer halbieren, weil da können auch mal Insekten drin sein. Also irre, was hier los ist. Dann schauen wir mal. Ja, hier das nächste, die nächsten zwei Exemplare. Sind auch richtig gut getarnt. Also ich habe Freude, richtig toll. Es geht jetzt auch richtig los bei uns. In Deutschland ist es ja schon seit einer Woche, zwei, so weit, dass man die Rundmorcheln findet. Bei uns in der Schweiz aufgrund der Meereshöhe wahrscheinlich immer ein bisschen später. Aber jetzt sind sie definitiv auch hier. Super. Ja, natürlich hier auf der Wiese fehlen ein bisschen die typischen Zeigerpflanzen. Aber wenn man ein bisschen hier rüber geht, an den Rand, hat es ja hier von den Brennnesseln her nicht so ideal. Aber wenn man da weiter reingeht, hat man dann auch die üblichen Zeigerpflanzen. Aber hier jetzt wirklich auf der Wiese, bis hier drüben, völlig unbemerkt wachsen sie hier in großen Mengen. Also absolut genial, was hier da rumsteht an Speisemorcheln. Das gibt wahrscheinlich mehr als ein einziges Gericht. Die Faustregel ist da etwa 100 Gramm pro Person. Frisch, das entspricht etwa 10 Gramm getrockneten Morcheln. Schaut mal diesen riesen Brunner hier an. Der ist ja mal richtig groß. Und hier meine Hand daneben halte. Wow. Super.
absolut genial, was hier los ist. Schaut mal, was ich hier schon zusammen habe. Ich habe gar nicht an diesem Ort mit Morcheln gerechnet, waren hier mehr auf hier Neophytensuche. Dieses, dieser japanische Flügelknöterich hier noch unten im Sack. Und jetzt hier wirklich per Zufall praktisch über die Morcheln hier gestolpert. Also Wahnsinn, was hier los ist. Scheint wohl auch ein Gebiet zu sein, das nicht so sehr bekannt ist und nicht schon komplett abgeerntet wurde von anderen Morchelsuchern. Ja, in diesem Sinne, nur ein kurzes Video. Geht raus, haltet Ausschau nach Morcheln, genießt den Frühling und bis zum nächsten Video. Hat dir das Video gefallen, lass mir gerne einen Daumen hoch da und teile das Video